Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Unterfranken. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Deckelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien, kurz EEG. Zu diesem Thema diskutiere ich auch später mit Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem diskutieren wir den Ausgang der bayerischen Kommunalwahlen. Der erste Entwurf für die Änderung des Erneuerbaren Energiegesetzes ist fertig und sofort hat Sigmar Gabriel dafür auch Kritik einstecken müssen. Während die einen von einer Blockade der Energiewende sprechen, sehen die anderen die Deckelung für Förderungen der Neuanlagen als zu niedrig. Ja, die Reform des EEG ist eine einzige Katastrophe, das möchte ich so deutlich sagen, weil die Vergesellschaftung der Energiewende, wie es wir ja auch gefordert haben, dass die Bürger auch hier wesentlich davon profitieren, mit dieser neuen Reform mit den Füßen getreten wird. Ich will nur die Eigenstromproduktion, die künftig besteuert werden soll, hernehmen als Beispiel. Ich will nach wie vor sagen, die Förderung der energieintensiven Betriebe ist ja nach wie vor nicht zurückgenommen, sodass also hier ja ein Schiefstand entsteht, der insgesamt dem Ziel der Energiewende, die auf eine breitere Basis, auf breitere Füße zu stellen, absolut widerstrebt. Wir müssen hier sehr sorgfältig vorgehen und wir dürfen bei der ganzen Diskussion nicht eines vergessen. Wer mehr Energie möchte, egal auch wodurch, ist natürlich auch jemand, der für Energieverbrauch spricht, nämlich nur Energie, die ich erzeuge, will ich verkaufen, generiere ich Geld. Wir müssen auch darüber sprechen, wie man Energie einsparen kann. Hier ist die Bundesrepublik gefordert, durch intelligente auch Steuersparsysteme, zum Beispiel beim Sanierung von Altbauten. Und hier ist die Politik insgesamt gefordert, auch abzusehen, dass sowohl Arbeitsplätze nicht gefährdet werden, aber auch, dass nennen wir ihn der kleine Mann, seine Stromrechnung noch bezahlen kann. Na, der aktuelle Stand ist der, dass erstmal Sigmar Gabriel als Energie- und Wirtschaftsminister überhaupt mal ein Konzept vorgelegt hat, das ernst zu nehmen ist. Bisher waren ja nur unter Rösler Konzepte, die nicht gepasst haben. Jetzt ist erstmal auch ein Vorschlag, wie man die Energiewende tatsächlich umsetzen kann. Und es ist klar, dass bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien, die den Vorzug haben, die preisgünstiger sind, wo sich die Preisentwicklung sozusagen nach unten entwickelt, wie bei der Windkraft, wie bei der Photovoltaik. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war von Anfang an darauf angelegt, auch dass der Markt durch die vielen, die jetzt Windkraft nutzen, Photovoltaik, von selbst sozusagen die Preissenkung erzeugen. Das ist eingetreten, deswegen, ich glaube, man wird einen guten Kompromiss finden zwischen der notwendigen Investitionssicherheit, darum geht es ja, und natürlich auch dem, was alle Energienutzer bezahlen müssen, da muss die Waage gefunden werden. Nee, also ich glaube nicht, dass die Energiewende torpediert wird. Wir halten weiterhin am Ausstieg aus der Kernenergie fest. Es ist auch sinnvoll, dass es zu dieser Reform des EEG kommt. Wir wollen den Geldbeutel der Bürger entlasten, aber auch sichern, dass eben die Stromversorgung gewährleistet bleibt. Die Preise müssen stabil bleiben, aber auch unsere Unternehmen müssen eben solche Preise haben, um noch selbst lukrative Preise anbieten zu können und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Reform bringt allerdings natürlich auch Kürzungen mit sich, wie diese Einspeisevergütung, die eben nicht mehr so vergütet wird, wie es einmal war. Wir brauchen eine dezentrale Energieversorgung. Wir brauchen Versorgungssicherheit. Der Strom muss bezahlbar bleiben, deshalb die Reform des EEG-Gesetzes. Und da müssen wir alle mitwirken, dass das auch für Bayern so kommt. Wir brauchen Stromtrassen und wir brauchen den Strom auch von Nord nach Süd. Und da müssen wir jetzt gemeinsam nach guten Lösungen suchen, dass die Energiewende nicht am Ende der kleine Mann ist. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, den bayerischen Kommunalwahlen. Gerade einmal 2 Wochen sind sie her, die entscheidenden Stichwahlen gibt es erst morgen. Doch schon jetzt sehen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit als bestätigt. Jeder fühlt sich kommunal gesehen sogar als Gewinner. Ich denke, man kann sehr wohl von Verlierern und Gewinnern sprechen. Auf der Gewinnerseite, da stehen die Freien Wähler zum einen. Wir konnten unser Stimmenpotenzial, wenn auch nur geringfügig, aber auf jeden Fall verbessern, so wie die Grünen.
Und zu den Verlierern, da muss man natürlich die etablierten großen Parteien zählen, die doch erheblich federn lassen mussten, vor allen Dingen, wenn man die Mandate, die auf Kreis- oder Stadtebene zu vergeben waren, sieht. Also wir haben einen Sitz verloren. Wir sind zwar immer noch stärkste Fraktion im Stadtrat, allerdings war es für uns schon überraschend, dass wir einen Sitz verloren haben, weil wir eine gute aufgestellte Liste hatten. Wir hatten sehr viele Frauen dabei, auch junge Leute haben den Generationenwechsel gewagt, der uns zwar auch gelungen ist, allerdings mit dem Verlust eines Platzes, was allerdings wahrscheinlich auch dem Auszählverfahren geschuldet ist. Ich glaube, das Bild ist durchaus gemischt. Wir sind sehr zufrieden, dass wir doch in einigen interessanten Städten nah an der Stichwahl sind und jetzt am Sonntag auch interessante und gute Ergebnisse einfahren werden. Aber es ist durchaus unterschiedlich. Ich würde sagen, weder die CSU noch die SPD ist Gewinner oder Verlierer, weil die Situation so unterschiedlich ist. Aber wir freuen uns über gute Wahlergebnisse, die wir auch erzielt haben. Was wir erleben, ist, dass die Kommunalparlamente vielfältiger geworden sind. Und wir werden natürlich abwarten, wie sich die einzelnen Kommunen entwickeln. Es kommt immer auf die Menschen an, die von den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung übertragen bekommen. Diese Menschen in den Räten und die Bürgermeister, die Landräte müssen sich bewähren und für ihre Region arbeiten. Also ich glaube, in allererster Linie ist die Demokratie der Verlierer. Die geringe Wahlbeteiligung in Bayern zeigt uns, dass wir alle aufgefordert sind, alle Parteien, alle Politiker, hier entgegenzuwirken, dem Verlust der Demokratie. Ich kann jetzt für uns sagen, die SPD in Aschaffenburg hat ihre Sitze im Parlament gehalten. Das freut uns natürlich, dass die Wählerinnen und Wähler uns das große Vertrauen wieder ausgesprochen haben. Plenum TV kontrovers, das Thema diesmal das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Es regelt die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in unser Stromnetz und natürlich auch deren Einspeisevergütung. Zu diesem Thema begrüße ich Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Beide sind sie im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr und Energie und Technologie. Herr Blume, es gab schon immer Änderungen im EEG. 2009 gab es die Einführung des Ausgleichs, 2012 zum Beispiel die Direktvermarktung. Warum ist denn die jetzige Änderung so stark diskutiert? Weil wir im Moment nicht nur an ein paar Stellschrauben wie der Vergangenheit im Kleinen drehen, sondern sehen, dass das EEG insgesamt großen Reformbedarf hat. Der Hintergrund ist, wir sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen in Deutschland beim Zubau der erneuerbaren Energien. Wir sind zum Teil weiter vorangeschritten, als selbst die kühnsten Überlegungen sich vorstellen konnten oder im Auge hatten. Und umgekehrt merken wir inzwischen, dass es einige Phänomene gibt, die wir unbedingt beheben müssen. Und die Tatsache, dass jede zusätzliche Anlage, die heute neu ins Netz geht, Photovoltaik oder Wind, zum Teil auch den Ausgleichsmechanismus für die Anlagen in der Vergangenheit mit beeinflusst, dass die Preise zu manchen Tageszeiten im Keller sind, zu anderen Tageszeiten wir mitunter nicht genügend Kapazitäten haben, dass Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die eigentlich genau notwendig wären für die Energiewende als flexibler Ausgleich, dass die heute aus dem Markt gedrängt werden und sich nicht mehr sozusagen am Markt verdienen können. All das sind Effekte, die wir im Auge haben müssen und wo es jetzt mit einer einfachen Vergütungsneuregelung nicht getan ist. Es will keiner die Energiewende abwürgen, das würde ich auch gleich sagen. Es ist aber wohl notwendig, jetzt das zweite und das dritte Drittel in gewisser Weise zu organisieren der Energiewende. Und da reicht ein einfacher Markteinführungsmechanismus, wie er das durch das EEG eben vorhanden war, reicht da nicht aus. Eine eingesetzte, vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission empfiehlt dir, das EEG abzuschaffen. Ich zitiere hier aus dem Gutachten vom 26.02. Das EEG entfalte keine messbaren innovativen Wirkungen. Herr Stümpfig? Wir bräuchten andere Mechanismen. Also es ist wirklich so, dass der Strom an der Börse ist mittlerweile aufgrund der Erneuerbaren sehr, sehr niedrig. Diesen Preis müssen wir auch an die Bürger weitergeben können. Und wir bräuchten neue Ideen, dass wir sagen, jawohl, wie schaffen wir es denn, effiziente, flexible Kraftwerke wie unsere Gaskraftwerke auch wirtschaftlich betreiben zu können und endlich die Braunkohle aus dem Markt zu bekommen, dass man nach einem Atomkraftausstiegsplan bis 2022, bis 2028, bis 2030 auch endlich aus der Braunkohle rauskommen. Da muss heute jetzt schon im EEG die richtigen Weichen gestellt werden. Das wird leider nicht gemacht. Man wirft den Erneuerbaren nach wie vor Prügel zwischen die Beine, obwohl sie die billigsten
die billigste Art und Weise ist, Energie zu erzeugen. Und das kritisieren wir stark. Momentan ist in Deutschland die Stromversorgung bei 25%. In Bayern ist sie sogar etwas höher durch die erneuerbaren Energien. 2025 soll sie bei 40-45% sein und 2035 sogar bei 55-60%. Ist dies denn überhaupt möglich? Also die Tatsache, dass wir heute in Bayern schon deutlich weiter vorne liegen, tatsächlich bei 35% aktuell Anteil erneuerbarer Energie am Strommix, und wir in Bayern ja ohnehin ambitioniertere Ziele haben, schon bis zum Jahr 2021, 2022 auf 50% zu kommen. Ich halte das für absolut erreichbar. Wie gesagt, wir liegen im Moment sogar etwas vor Plan mit all den Folgen, die wir vorhin schon ansatzweise diskutiert haben. Deswegen ist, glaube ich, nicht die Kunst, diesen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen, sondern die Kunst wird darin bestehen, das Ganze so zu organisieren, dass es bezahlbar bleibt. Und das Argument der Bezahlbarkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Und auch das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gehen, das, lieber Herr Kollege, ist ein schleichender Prozess. Es macht keiner seine Fabrik zu und baut zwar anders auf. Aber wenn ich vor der Frage stehe, wo investiere ich neu, dann sehen wir, dass diese Indikatoren heute für Deutschland leider schon negativ sind. Und wir haben das Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, liegen wir ganz eng beieinander. Es wäre verrückt, wenn wir die absolut notwendige, ambitionierte Zielsetzungen für den Klimaschutz in Deutschland aufgeben würden, weil wir irgendwie jetzt merken, ohne die Kohle geht es nicht. Also das ist mit uns nicht zu machen. Herr Stümpfig, stimmen Sie dem so im Grunde zu? Ich stimme dem zu, dass wir sagen, Klimaschutz muss wirklich das sein, was uns antreibt. Und da sind wir, denke ich mal, im Prinzip ja schon einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und die Ziele müssen jetzt wirklich auch höher gesteckt werden. Wenn man sieht weltweit die Problematiken, also wir müssen als Industrieland Deutschland, wir müssen als Industrieland Bayern wirklich vorangehen und mutig vorangehen. Da sehe ich momentan einfach ein wenig eine Mutlosigkeit. Es gibt keinen Plan, weder von der Bundesregierung in besonderem Maße, nicht von der Staatsregierung. Wenn unser Herr Ministerpräsident einmal argumentiert das so, dann wieder so. Also wir müssen wirklich einen ganz konkreten Plan haben und nur dann können wir unsere Bürger auch mitnehmen, weil die Energiewende wird die eine oder andere Last bringen. Also es wird nicht so sein, dass es umsonst zu haben ist. Und wenn es dann nur noch darum geht, das große Thema Energiewende, ob jetzt mein Strompreis 1 Cent mehr oder weniger kostet, ist die Diskussion zu gering. Also wir müssen es einfach schaffen, die Bürger mitzunehmen bei dem Thema Klimaschutz. Um was geht es denn? Und da wirklich dafür einzutreten. Und da brauchen wir Maßnahmen. Und die Energiewende wird nur von unten funktionieren. Es gibt ganz viele Stadtwerke, Bürger, die das in die Hand nehmen. Und wenn wir jetzt wieder bei der Windkraft sind, hat es eben unser Herr Seehofer geschafft, im letzten halben, dreiviertel Jahr ganz, ganz vielen Bürgerenergiegenossenschaften den Mut zu nehmen, die finanzielle Basis zu nehmen mit der 10H-Regelung. Und das ist einfach so viel Vertrauen zerstört. Das wird ganz schwer wieder aufzubauen, aber ich denke, dass man, wenn man da gemeinsam ein Ziel sich setzt, kann man sicherlich erreichen, bloß wir müssen konsequenter werden und nicht immer mal rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Sie haben es gerade angesprochen, die 10H-Regelung und die Pläne. Herr Blume, Sie sind da so ein wenig anderer Meinung. Also ich glaube, der Vorwurf an die Politik ist immer ein bisschen einfach oder wohlfeil zu sagen, es gibt keinen Plan. Eine Energiewende in dem Umfang hat weltweit noch keiner probiert. Es gibt keine Blaupause. Wir bewegen uns in Deutschland, und das bestätigen auch Wissenschaftler, definitiv auf neuem Terrain, insbesondere mit einer Energiewende, die so weit vorangeschritten ist. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch zu sagen, was wir jetzt einmal 2011 beispielsweise beschlossen haben, da verändern wir jetzt kein Jota mehr, darf nichts mehr anders werden, das muss so bleiben. Das wäre natürlich falsch, und wenn wir jetzt, weil das Thema Wind gerade angesprochen wurde, sehen, dass wir in Bayern übrigens einen unglaublichen Boom haben, 10-mal mehr als in Baden-Württemberg, wo Ihre Partei regiert, dann kann man nicht sagen, hier wird irgendwas abgewürgt, aber wir müssen auch mit der neu entstandenen Besorgnis der Bevölkerung umgehen, dass hier Dörfer umzingelt werden und anderes. Und diesen Überlegungen trägt wiederum der neue Vorschlag Rechnung, bei dem ja übrigens auch am Ende die Bürger das letzte Wort haben, wenn sie vor Ort die Energiewende wollen. Und das unterstelle ich bei den Projekten, wo auch starke bürgerschaftliche Aktivität da ist, dann können die das selbstverständlich machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass sie es machen können, als wir im Land auf, Land ab in Bayern mittlerweile ganz viele Energiegenossenschaften, denen wirklich der Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Das sind Projekte, die planen Planungszeiträume 3, 4, 5 Jahre. Die sind nach Fukushima wirklich alle aufgerufen worden, jawohl, tun wir was. Und die stehen jetzt mitten in der Planungszeit und jetzt geht es nicht weiter. Also das ist wirklich sehr schade. Da müssen wir
einen anderen Weg gehen. Und auch Baden-Württemberg begibt sich da momentan auf den Weg, seitdem ein grüner Ministerpräsident dran ist, geht es vorwärts. Aber Windkraft hat lange Planungszeiträume und da müssen wir in Bayern anscheinend in der Staatsregierung noch was dazulernen. Nur dann kann die Energiewende gelingen, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren. Das war wieder Plenum TV, das Magazin.